Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren God of War Part. Wir müssen die Leiter nach oben, haben die Halskette von der Hera, brauchen noch die Halskette von der Aphrodite und gehen mal wieder klettern. Hallo. Auf Wiedersehen. Wo zum Hölle muss ich hin? Komm, geh weg. Dankeschön. Warte mal, da ist irgendwas noch. Lass mich runter, lass mich runter. Ich kann hier gar nicht fallen, weil hier so eine Brüstung ist. Willst du mich veräppeln oder was? Lass mich mal kurz runter. Hier ist gar nichts. Warum kann ich denn hier hin? Verwirr mich nicht, Spiel. Ja. Ja, danke schön. Ach komm, lass mich jetzt in Ruhe. Ich weiß nicht wohin. Ich hoffe, es ist richtig. Nein, es ist falsch. Toll. Jungs, ich würde gerne nach dem Weg fragen, aber da ihr es anscheinend auch nicht wisst, muss ich selber hier rumgucken. Ich möchte bitte tiefer. Dankeschön. Dann treffe ich gleich zwei, auch nicht schlecht. Und weiter nach unten. Ich weiß doch gar nicht, wo es hier hingeht. Okay, es ging hier einmal rum. Toll. War's das? Also ich meine, da sind die Ziegenböcke. Das war's? In der Mitte ist nichts mehr? Hier ist wirklich... Ihr seid... Ist sicher, dass hier nichts mehr ist? Och, komm! Danke. Komm ich da nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich lang gelauncht bin. Hau ab! Ich brauche noch eine andere Halskette. Ich wüsste sonst nicht, wo die ist. Da hinten brennt schon wieder alles. Es ist ja nett und Lumsi sind immer gut, aber wo ist denn die zweite Halskette? Das wollen sie mir irgendwie nicht verraten, die Jungs. Nach dem Weg fragen nützt hier anscheinend überhaupt nichts. Nein. Und da unten irgendwas? Hier ist noch was, hier ist noch was. Hallo, Schalter. Dankeschön. Wo geht's lang? Genau. Und ich soll noch wissen, wo der Weg oder wo das war. Willst du mich veräppeln? Hab ich doch keinen Schimmer mehr, wo das war. Alle geht's nicht lang. Die sind witzig. Echt witzig. Wo zum Hölle muss ich nochmal lang? Jetzt gehen wir erstmal zu den Ziegenböcken da unten. Ich denke, da muss ich auf jeden Fall hin. Da muss ich jetzt mal ganz scharf überlegen. Okay, das war ein komischer Schrei. Jetzt muss ich mal ganz scharf überlegen, wo denn die... Ganz loslassen. Ist okay, Kratos ist... Danke. Dankeschön. Danke. Und weiterrollen, 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 weiterrollen. Hau ab.
Möchte nicht mit dir kämpfen. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Nein. Dankeschön. Und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Ah ja, mit dir möchte ich auch nicht kämpfen. Kein Bock, tut mir leid. Ihr seid beide... Bin ich richtig? Nein. Ihr seid beide blöd und keiner mag euch und deswegen kämpft mit euch selber. Wo war denn das? Wo? Oh. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Wenn ich es jetzt umsonst mache, dann kriege ich einen kleinen Vogel. Vogel! So. Hoffen wir, dass das reicht. Es hat gereicht. Oh, Gott sei Dank. Ja. Hui. Und Sprung. Und Kamerafahrt und ab in den Tod. Das ist echt nett. Dankeschön. Einmal da lang. Und darum? Nein, ich habe nichts gehört. Na? Danke. Aber ihr seid doch schon längst tot. Lasst mich doch in Ruhe. Wobei, die sind mir ehrlich gesagt noch am allerliebsten von allen, die hier so auftauchen. Tschüss. Das können wir auch noch aufmachen. Sollen wir mal gucken, ob der... Na, nicht im Ernst, oder? Jetzt bleibt doch tot. Ist ja nicht normal. Sollen wir mal gucken, ob wir wieder was kaufen können? Können wir gleich mal machen. Erstmal hier hochhangeln. Sportfrei, Kratos. Zeig uns deine Muckis. Ich kann leider die Kamera nicht drehen. Was war denn das gerade für ein komisches Geräusch? Wuhu! Nein! Halt! Das war strange. Okay, ich guck erstmal. Den... Nein. Ja. 4500? Nein, noch nicht. Gut, aber ich speichere trotzdem mal ab. Bis gleich. So, wir haben abgespeichert. Gehen durch das Tor. Und sind wieder eingesperrt. Das sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Okay, schön. Ich werde jetzt die ersten 30.000 Mal sterben. Ja. Ja. Ja, ich habe gewusst, dass ich tot bin. Ich wollte nur wissen, ab wann. Weil das Geräusch war schon permanent, die ganze Zeit so, als ob es gleich vorbei wäre. So, endlich geschafft. Oh mein Gott, das ist ja wirklich extrem knapp bemessen. Okay, in Ordnung. Ich habe schon gedacht, ich falle jetzt in den Tod. Das ist die scheiß Halskette von Aphrodite. Wir haben die Halskette von Aphrodite erhalten. Schön. Bitte geht jetzt wieder weg, ihr Stachel.
Kickboxer. Ja, genau, weil ich die Kiste andauernd getreten habe, wie ein Bescheuerter. Also es hat nicht beim ersten Versuch funktioniert. Wie gesagt, das ist so extrem knapp bemessen. Wenn du auch nur einen falschen Ding machst oder irgendwo an der Kiste hängen bleibst oder sonstiges Gedöns, kannst du es echt vergessen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich muss jetzt nach unten. Stopp. Stopp, halt. Ich muss nicht nach unten. Muss ich nach unten? Nein. Soll ich nach unten? Nein. Ich muss zu den Typen. Einmal nach unten, bitte. Nach unten muss ich schon, aber nicht so nach unten, genau. Ich muss jetzt zu den Minotauren wieder, um die Halsketten einzusetzen. Heißt, ich muss den ganzen Weg zurück und irgendeiner macht schon wieder beknackte Geräusche. So. Einmal drehen. Und dann muss ich mal gucken, wie ich die Minotauren dann noch besiege. Boah, das war jetzt extrem knapp. Ich habe eigentlich schon den Todescreen an meinen Augen vorbei huschen sehen. So, jetzt komme ich in diese komische Kammer, genau, und dann einmal hier hoch. Da kommen die, genau. Ja, ist gut. Ey, guck mal, wie viel die aushalten, ist doch nicht normal. Ist doch nicht normal. Guck doch mal, wie viel die aushalten. Wow, jetzt hat es mal mit der Klinge geklappt. Wahnsinn. Hat es uns nie hingehauen. Das erste Mal. Nein, oder? Ich mich doch vor allem albern hier. Ja, ist recht. So, du verlierst dann auch mal dein Köpfchen. Ist jetzt gut. Darf ich jetzt die Ketten einsetzen? Dankeschön. Ja, du darfst die Kette anziehen. Und vorher konnte sich das Ding nicht drehen. Ist recht. Okay, erste Etappe. Ja, du darfst die Kette auch anziehen. Wir wollen ja nicht so sein. Zweite Etappe. Dankeschön. Jetzt muss ich trotzdem noch rüberspringen. Hä? Wie? Ach so. Toll. Danke. Oh Gott. Mein Gott. Danke. Einmal rote Lumsis. Einmal blaue Lumsis. Schön gemacht. Super Kratos. Da geht's nicht lang. Was war das? Kratos' Weg lag jetzt frei, doch die Erinnerungen waren noch da. So vertraut und beständig. Wie die an seine Hände geketteten Klingen. Bilder dessen, was er im Namen Aras getan hatte. Bilder, wie er Diener des Kriegsgottes geworden war. Und hier, seiner Menschlichkeit beraubt, nur mit dem Verlangen zu töten. Niemand war sicher. Ganze Armeen fielen ihm zum Opfer. Und den Soldaten, die ihm auf seinem endlosen Eroberungsfeldzug folgten. Alles im Namen seines Herrn.
Wer den geringsten Widerstand zeigte, fand ein rasches Ende. Sie haben einen Tempel zur Anbetung der Athena erbaut! Das ganze Dorf ist eine Beleidigung für Ares! Brennt das Dorf nieder! Lasst nichts übrig! Vom Kriegsgott angespornt, wütete Kratos Armee ruchlos und war überall wegen ihrer Brutalität gefürchtet. Es zählten nur Eroberungen im Namen Kratos, ihres großen Anführers, der fast unbezwingbar geworden war. Er war furchtlos. Doch dieser Tempel strahlte etwas aus. Etwas Verbotenes. All seine Instinkte warnten ihn davor, die Schwelle zu überschreiten, den Tempel zu betreten. Hüte dich, Kratos! Der Tempel birgt größere Gefahren, als du ahnst. Doch die Warnung des Orakels im Dorf nützte nichts. Sein Ehrgeiz war ungebrochen. Wer ihm entgegentrat, würde sterben. In diesem Moment verwandelte sich sein Hochmut in Entsetzen. Das Bild seiner beiden letzten Opfer würde ihn ein Leben lang verfolgen. Nach dieser Tat konnte Kratos seinem Herrn nicht länger dienen. Nun hatte er nur noch ein Ziel: Ares Tod. Er würde ihn töten, den Gott des Krieges. Ares, für deine Tat in jener Nacht wirst du sterben. Die beiden letzten Opfer waren nämlich seine Frau und sein Kind. Oh Gott, ja, genau. Die halten viel zu viel aus, oder jetzt? So. Okay. Nicht, dass wir hier falsch laufen. Da kann ich rüber. Da kann ich aber auch lang. Oder? Nee. Nee, diesmal gibt es nur einen Weg. Gott sei Dank. Einmal rüber. Geiler Kameraschwenk. Oh nein. Ich hab's vergessen. Gott sei Dank, es ist Kreis. Es ist Kreis. Und nach oben. Hier ist nichts mehr. Dann gehen wir nach oben. Super, eine Kurbel. Aber die Kurbel... Erstmal in den Fahrstuhl hier. Aber die Kurbel drehen wir im nächsten Part. Wir beenden das wieder mit einem Zitat. Wer die Hand als erster zum Schlag erhebt, gibt zu, dass ihm die Ideen ausgegangen sind. Das ist von Franklin Roosevelt. Über Kommentare und Bemerkungen würde ich mich sehr freuen und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao!